Willkommen zurück zu Desi Epoch Shannerus. Ja, immer noch hier an der Mission und ich bin, sehe, 782 Meter entfernt. Ich musste so weit zurück. Die haben mich echt so weit zurückgedrängt. Und ihr seht, ich habe auch schon inzwischen wieder 3 Banditen insgesamt getötet. Und ich laufe noch. Nur und so zwei, ja genau, und 2 Zombies musste ich töten. Ich bin immer hier vorgerückt ein Stück. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt wirklich die Straße noch überqueren und hier in dem Waldgebiet auch noch auftauchen, weil die sind aus dem Waldgebiet da drüben, wo hinter diesem Wald quasi die Mission, also die ist ja keine Mission, aber so eine Art Mission, sagen wir mal. Was es genau ist, wissen wir nicht. Die sind ja jetzt... Okay, ist ein Zombie. Deswegen wollen wir das ja unbedingt da alle töten und... Ja, und ich habe dann hier gesehen, die waren... Da, seht ihr? Seht ihr da? Seht ihr da? Den habe ich auch getötet. Ich glaube, ja, den habe ich die Beine gebrochen. Uiuiui, und ich muss immer wieder hier runterrennen. Abwarten, bis sie sich beruhigt haben und dann kann ich mich erst wieder, ich kann ja, bis hier reicht eigentlich zu, wenn die jetzt hier über, na, reicht das? Ja. Na gut, ich werde jetzt mal nicht so weit runterrennen, weil ich will sehen, ob die hierher gerannt kommen. Wenn ich die nicht mehr sehe, ist es schon scheiße. Ich bin jetzt gleich beim großen Airfield. Die haben zwar in meine Richtung geschossen, so... Nee, die stehen Alter, da noch. Vater, ey, man findet die kein die liegen Fahrzeug, da. Ne? Die liegen da direkt. So, man findet echt null Fahrzeuge, ey. Das ist echt scheiße. Dass man aus dieses Scheißdings kein Fahrrad machen kann, ne? Da könnte man das Laufen richtig minimieren mit, aber geht leider nicht. Einen habe ich wieder. Pass mal auf, Leute, der Angel ist gleich fertig, wenn ich ankomme. Oh scheiße, wo ist der Scheiß jetzt gespawnt? Irgendwo den habe ich mal, auch. Den habe ich auch, da kriegt noch einer. Essen, oh Gott, gleich fertig. Oh Gott, ich habe ein Magazin verbraten. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Egal. Wir kaufen ein neues, wenn wir fertig sind. Oh, da hinten. Die tun... Oh, ich Geld muss, haben wir ja noch ich muss erst mal zurück ein Stück. So, 8 habe ich schon getötet. 3 habe ich jetzt da, 2 haben gelegen. Das sah so aus, als ob einer mit Fernglas geguckt hat. Fand ich jetzt gar nicht nett. Deiner Spanner, wa? Ja. Na, der hat gescoutet und hat den anderen dann genau gesagt, ja, schieß mal da rein, da. Okay, hier kommt ja auch eine Warnung in einer Stunde Restart. Na gut, eine Stunde ist noch gut Zeit. Das könnten wir Ich laufe. Könnten wir eventuell... Ah ja, da liegen sie noch, der eine guckt noch. Ich hock mich mal hin. Wenn ich dann da bin, könnte mich plattfußen. Dann den habe ich. Vielleicht gucke ich immer auf dem Airfield, ob da ein Auto steht, ey, aber... Oh, der rockt. Hab ich den die Beine gebrochen? Jetzt ist er tot. So, 10 habe ich schon getötet. Alter, wie viele laufen da denn? Also ja. 11 Leute sind ja jetzt tot, weil ich ja einen gekillt habe. Jetzt sehe ich... Alter, da wurde mir einer Terrorist 320 Meter. Ah, da ist noch einer. Das ist wirklich... Tot. Ja, tot. Oh, da schießen noch welche. Oh, oh, jetzt bin ich auch tot. Nein. Ein Schuss war das. Voll in den Rücken. Beim Weg... Ey, das kam aber jetzt irgendwie von rechts, glaube ich. Alter Schwede. Okay, jetzt habe ich schwer. Ach, scheiße, ich habe so schnell weggedrückt. Jetzt habt ihr gerade den... Das heißt, ich gehe jetzt auf den Airport, besorge mir eine dicke Waffe... Und ja, müssen wir gucken, dass ich da. Ach, da oben steht's ja. THE 1
101. DC Epoch PvE. Genau, da oben. Also hier kann ich nochmal mit Pfeil drauf zeigen. Hier. Hier steht's. Auf den Server sind wir. Braucht er nur das hier vorne eingeben, dann findet er den sofort. Doch keine Bärengler ist natürlich geil. So, haben wir schon. Okay. Ja, ich. Also vorne auf der Wiese, wo unser LKW steht, also hinter unserem LKW quasi, auf der Wiese liegen jetzt mindestens 5, 6 Tote. Die alle ja, geile ja. Waffen dabei gehabt. Ne? Pass aber auf, ich glaube, die haben, ich glaube, das waren jetzt welche zwei, weil die Schüsse kamen definitiv von rechts. Und ich denke mal, dass die mich umrundet haben. Zwei Leute. Du kriegst hier gerade eben ganz schnell auf dem Airport noch die Baracken ab. Einfach nur mal aus Lux. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, haben wir ja noch. Deswegen, also vielleicht habe ich auch Glück, dass ich auf dem Airport irgendwas Fahrbares finde. 12.000. Okay, da muss ich mindestens jetzt 3 Kilometer schlucken durch den Fallschirm. Ihr könnt ja dann vorspulen, wenn die Fallschirmgeschichte euch hier absolut... Ja, langweilig ist sie auf jeden Fall, weil passiert da nichts. Es sei, jetzt würde hier ein Vogel und mich direkt treffen und ich sterbe dabei. Okay, hier gibt's echt scheiß verrückte Waffen. Weißt du, was ich gefunden habe? Ne? Fucking Minenwerfer. Ein Minen... Was ist denn ein Minenwerfer? Weißt doch, Granatenwerfer. Ach, Granatenwerfer, ja. Das Ding kenne ich. Habe ich cool. Mir erstmal im Rucksack gepackt. Coole Sache. Nehmen wir mit, ist ja klar, ne? Coole Sache. Oh Mann, ich muss mich jetzt beeilen, ey. So langsam... Oh, wenn du hier in der Luft, habe ich ja fast 100 FPS, ist ja Wahnsinn. Ah, hier ist eine PK-Dings noch, was aber keine Muni, Leute, das geht doch nicht. Ah ja, Knurminigan. Das Blöde ist natürlich, dass man immer, naja, wir wollten es ja so, wir wollten ja keinen Surfer haben, wo man sich aussuchen kann, wo man spawnt. Weil man ja vorher auch sich einen Charakter aussucht, mit voller Bekleidung und alles, und das wollten wir nicht, ne. Hier hat man, glaube ich, hatte man hier eine Pistole? Nee, ne? Doch, man spawnt mit einer Pistole. Ja, eine Pistole zwar, aber das war es dann auch schon. So, ich will jetzt natürlich auch meine Leiche wieder haben und ich hoffe mal, dass den jetzt registriert wird. Ja, der ist tot. Keiner mehr in der Nähe, wir ziehen uns wieder zurück. Hoffentlich füllen die sich nicht nach. Ah, das hoffe ich auch. Also dann haben wir ganz schön, dann reicht die eine Stunde auch nicht aus. Das ist also dann auf jeden Fall ist Priorität, wir müssen unsere Leichen wieder haben. Ja, na gut, dann bist du ja jetzt am nächsten dran so bei deiner Leiche. Meine brauchst du nicht merken, ich habe mir die schon gemerkt, wo die ist. Ungefähr. Ja, ich und meine Leiche, finde ich, weiß. Da fährt ein Ural. Aber, oh, fickt euch doch, da fährt ein Ural lang, ey, da sind NPCs drauf, wirklich. Ja, pass auf, nicht, das auch, oh, jetzt habe ich keine 400 Minus mehr. Cool. Weißt du, was das Problem noch ist? Da ist ein Gunner drauf. Hm. Ja, pass bloß auf, dass die nicht aussteigen fährt, und der anfangen. Der fährt über ein Airfield, okay. Dich abzuschießen. Warum habe ich so ein Pech hier? Das kann ja nicht angehen. Hier ist doch nicht mal ein Auto, gar nichts. Gut, ich nehme den Abseitsweg, der dann doch wieder quer über B. Aber jetzt habe ich schon Humanity 3055. Das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal Richtung Kiro, ist das schon mal perfekt. Oh Mann, dass ich noch so weit laufen muss, ey. Scheiße, dass man sich nichts machen kann. Wie weit musst du denn dann überhaupt hin? Jetzt noch 8.800, aber ich sehe zwar jetzt langsam den Boden, aber ich schaffe auf jeden Fall, schaffe ich noch unter 8.000 zu kommen. Hoffe ich doch. Komm, das Waldstück hier unten, das schaffe ich noch. Los, los, los. Also es fahren hier wirklich Patrouillen rum. Also wenn hier so ein Auto als NPC rumfahren... Ja, aber wir sind ja auch schon gefahren und übertrieben ist es aber nicht wie auf den anderen. Wir hatten einen Server gehabt, da war es echt übertrieben mit denen. Ich glaube, einen hatten wir sogar zwei Parts aufgenommen, ne? Ja, ja. Das war, glaube ich, der mit denen voll übertrieben, ey. Am Ende war es übertrieben, wo ich gestorben bin. Alles in den letzten Parts zu sehen. Also den allerersten eigentlich. Ersten und zweiten Part eigentlich. Ja, von uns beiden. Und ja, nach den beiden Parts hatten wir uns dann entschieden, das ist definitiv nicht der richtige Surfer, wo ich dann bei der Safe Zone geblieben bin. Hab mich da auch nicht mal rausgetraut, weil die haben ja um der Safe Zone rum, haben die alle rumgeballert, die ganzen. Und Hubschrauber kamen, da haben geschossen.
Ich glaube, ja, habt ihr ja gesehen, ich habe auf einen Hubschrauber, glaube ich, kurz einen Schuss abgegeben, da hat der voll, ich war ja nur Gott-Mode, ich konnte ja nicht sterben, aber der Hubschrauber hat ja voll auf mich raufgehalten, ne? Ich mache auch immer Name, Anzeigen aus, ne? So aus? Ja, damit der Gegner nicht meinen Namen sieht, wenn er mich anvisiert. Okay, ich habe den an. Entschuldigung. Kommt vor. Ne, ich hab meinen an. Achso, na gut, ist egal. Ja, 7500 Meter habe ich jetzt noch. Ja, ich mach 4800. Plus gut, ich habe noch nicht gegessen und getrunken gehabt. Ich konnte mir sowas schon denken, dass die mich irgendwie da zwehe, ne? Mich umlaufen. Aber man findet kein Auto, das ist echt hart. Ja, das ist schlimm, aber ich glaube mal, es gibt Schlimmeres. Ich bin's ja. Ah, du sagst, das Fahrrad kann man sich nicht machen, ne? Nee. Kannst du das selber nochmal ausprobieren? Vielleicht habe ich ja was verkackt oder so. Oh, warte mal, wenn ich eine Toolbox habe. Jetzt. Ich sterbe. Motorbike? Nee, das ist ja Motorrad. Ich werde sterben. Wieso? Das Auto schießt auf mich. Oh. Das sieht mich vom Airfield. Nee, meine, man kann hier nur Motorrad oder eine Mosi, aber du musst dann, glaube ich, die Teile dabei haben. Ja, genau. Stand gerade ein Rot da oben. Alter Vater, ich glaube, das Auto fährt mir hinterher. Also das Standgeschütz hat gerade auf mich geschossen. Es sind rote Leuchtkörper an meinem Körper vorbeigeflogen. Oh ja. Ja, ein Lauf irgendwie zickzack oder so. Weißt ja, du? Ich laufe ja durch den Wald. Ich bin vom Airport weggegangen, weißt du? Mhm. Aber der Schuss vom Airfield durch den Wald hat er mich durch zwei Wälder hat er mich gesehen anscheinend. Ah. Voll überzogen gerade. Ja, die schießen ja dann meistens nur in die Richtung. Die tun dich nicht richtig anvisieren. Auch jetzt bei mir gerade, ne? Die haben dann quasi, ich schieße aus der Richtung und die da hinten, die ich dann alle abgeknallt habe, die haben auf jeden Fall nur in den Wald reingeschossen. Die haben mich jetzt nicht genau gesehen, aber die haben in die Richtung einfach nur geschossen. So, und die aber jetzt von rechts kam, das könnte sein, dass der mich wegrennen sehen hat. Und dann hat er mir in den Rücken geschossen, weil ich glaube mal, der war dann schon fast auf gleicher Höhe mit mir, weißt du? Aber das werde ich ja prüfen. Ich werde ja sehen, ob die jetzt... Die müssten eigentlich wieder zurück auf ihren Flugplatz da gehen. Werden wir sehen, ob ich gleich ganz schnell sterbe, oder... So, ich habe noch 7000. 4000. 200. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall was markieren. Ich habe mir ja die, das Dings markiert da, ne? Ja, ich markiere weiter weg. Na, ich weiß so, dass ich so bei 760 Meter, 780 Meter ungefähr. Und ich, meine Waffe war ja, ist ja nur auf 300, ne? 300 schießt die weit, trotzdem habe ich die, ach nee, das waren, glaube ich, genau 300 bis zu der Wiese da unten, wo die sich da positioniert haben, die ganzen Leute. Ja. Aber schon erstaunlich, wie weit die da ihr Dings da verlassen. Ich dachte jetzt nicht, dass die so weit vor... Das ist cool, das finde ich gut fürs taktische Spielen eigentlich, ja. So gesehen. Ja, da kann man nur Rückzug machen und dann die nach und nach, weißt du, so war oder, ja meine außen rumlaufen, ja, dass man auf die andere Seite... Könnte man auch, aber dann siehst du ja nicht die jetzt hier bei mir gerade alle waren. Ne? Nee, aber wenn du schaffst, sie zu umlaufen und dann von hinten wieder reinzuballern... Ja, schießt du quasi auch nur ein und die anderen drehen sich dann um und schießen auch in deine Richtung. Ja, deswegen ist es ja gut, dass wir dann zu zweit so eine Mission machen. Ja. Alter Vater, ey. Ja, stimmt, man hat gleich eine Waffentasche. Wahrscheinlich neu. Ich hatte aber vorhin auch nur eine Waffentasche, fällt mir gerade ein. Also mein Anna, toter Charakter. So, ich musste jetzt irgendwas trinken hier. Ja, da bin ich mal richtig schnell verreckt. Ja, Auto brauche ich. Ich würde gerne ein Auto haben, aber... Ja, also bei meinen Laufwegen in meiner ganzen DC-Karriere war es bis jetzt so, dass ich meistens fast noch... Also kam zwar auch schon vor, dass ich eins gefunden habe. Motorrad. Aber, aber fast... du meinst jetzt in dem Part, der heute rauskam. Ja, genau, da war ein Motorrad. Aber normalerweise finde ich meistens nie, ne? Ivan, oh, so und so weit, läuft ein Stück, oh, geil, Auto, ne? Ja, oder Flugzeug. Ja.
Also ich habe da immer eher Pech. Ich meine, ich gucke ja schon und wisst ja hier mit Controller, das ist scheiße immer. Alles, ich sehe. Obwohl, seh, Flugzeug würde ich auch nicht nehmen, wenn ich hier jetzt. Nee, na, das ist das Gleiche, als wenn du Totschein unterschreibst. Ne? Also für mich, ich kann kein Flugzeug fliegen. Ich erstmal. Schon auch nie mit dem Landen. Ja, ja, na, du, ja, musstest, ja, du musstest erstmal in die Luft kriegen. Ne? Ja, Luft kriegen ist nicht so dazu schwer. Dazu brauchst du ja, wenn jetzt hier in der Wildnis irgendwo ein Flugzeug steht, ne, hier Berg und Tal, musst du ja erstmal eine übelst lange Strecke haben, damit du in die Luft kriegst. Ne? Ja, wenn du oben bist, ist gut, aber das wieder runterkommen ist. Liegt eigentlich auf meinem Gegner, ich hoffe mal nicht. Ich guck auch gerade nach, nee, glaub nicht. Oh Mann, ey. Ich würde das so lustig finden, wenn das Auto jetzt hinter mir herfahren würde. Ja. Immer in die Richtung, wo sie mich einmal gesehen haben, auf einmal kommen sie bei der Mission mit an, ey, und ballern da auch. Ja. Also pass auf, wenn du Richtung R4 kommst, da fährt ein Geschützauto rum, ne? Geschützauto. Naja. Ja, ein Auto mit Geschütz drauf, also pass auf. Ich weiß ja nicht, wo du gelandet bist. Na, ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt bloß noch 5900 Meter von der Dings da Ziel entfernt. Na, ich noch 3000. Ja, immer laufen, laufen, ne? Was anderes kann man ja eh nicht machen. Und sich die schöne Gegend angucken hier. Wälder, Täler, bergauf, bergab. Oh, in Pantera war das schlimm, ey, mit den Bergen. Bergauf, ja, bergab, ey. Oh, hör mir auf. Das war das Einzigste. Es sah zwar alles schön aus, ne, aber wenn du laufen musstest, war das brutal. Weil ja der Charakter im Berg hoch, ja, weißt du, tippel, 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 ne? Ja. Das ist schrecklich. Extra geil. Ich will meine Leiche wieder haben. Und ich will die eine geile Sniper haben, die der eine, den ich erschossen habe da. Weil die ich jetzt erschossen hatte, die hatten, glaube ich, alle so eine Gunner nur, so eine fetten, weißt du? So vielleicht sollte ich einfach mal die fette Waffe ausrüsten. Aus Sicherheitsgründen den Granatwerfer einfach mal auf den Rücken packen. Man weiß ja nicht, was passiert. Hast du Munition dafür? Ja. Ah. Ein paar Schuss habe ich da, ich glaube sechs Granaten. Den hätte ich vorhin brauchen können, weil die standen alle ziemlich nah aneinander da auf der Wiese, wo ich eh nach anderen abgeschossen habe. Um das Auto abzuknallen, weißt du? Ja, das stimmt. Was haben die denn gefahren? Ural oder was? Nee, so eine offenen Jeep. Ach so, ja, na, der wäre. Der wäre dann platt gewesen. Hätte ich machen können, aber. Oh, lassen wir mal lieber, bevor ich nochmal sterbe und dann. Ja, ich glaube, so mit einem Granatwerfer, der schießt nicht so weit. Da musst du ziemlich nah dran sein, ne? Ja, muss perfekt zielen können, das ist dumm. Da musst du dann eher so übelst in die Luft, damit die Granate dann auch da ungefähr hinfliegt, ne? Weil wiegt ja auch so eine Granate. Das stimmt. Könnte ich einfach mal auf diesem freien Feld irgendwie so ein kleines Pissauto stehen, so ein kleines kaputtes, was wenn es ein Fahrrad ist. Wenn es ein Fahrrad wäre, wäre ja auch geil. Aber tut's ja nicht. 2500 Meter noch. Aber dann bin ich ja noch gar nicht da. Da muss ich ja noch mindestens das 700 Meter schräg rechts reinlaufen, weil ich mir extra schräg gemacht habe, damit ich von hinten reinlaufe. Damit ich den Leuten nicht gleich mit Absicht in die Arme laufe. Na, ich, ja, wäre schön, wenn ich jetzt hier, wenn es bloß, ja, Motorrad oder so. Mein Motorrad wäre natürlich am geilsten, weil das ja richtig schnell, auch hier, auf Land fährt, ne? Genau. Das ist oder Fahrrad. Ja, Fahrrad würde ich jetzt auch dankbar sein. Aber man kann sich nur Motorrad und oder eine Mosi bauen, aber du musst die Materialien in deinen Dings haben. Heißt jetzt für Motorrad, ja, Räder 2, glaube ich, ne? Ein Motor. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass man das dann, na gut, bei sich tragen wäre auch dumm. Ein Motor und Metallteile? Ich glaube für Motorrad Metallteile, Motor und Räder. Und für eine Mosi musst du, glaube ich, noch einen Rotor dabei haben. Ja, den Motorrotor dann noch. Aber ich find's gerade schön hier, also zombie-mäßig, ab und zu sehe ich mal einen irgendwo rumlaufen, wisst ihr?
aber nur vereinzelt eben. Das ist schon mal gut. Weil in der Stadt hier auf den Surfer, in der Stadt kommen richtig viele Zombies. Ich kann dir was Gutes sagen. Ja? Was sie wahrscheinlich umgeändert haben, wenn er den Berg hochläuft, ne? Hm. Rennt er schnell. Ah, na gut, gleich kommt bei mir Berg. Okay, doch nicht. Sobald die richtige Schräge kommt, verändert ja, er doch du bist, ja, oder aber er tippelt schneller, also nicht langsam. Ja, du kannst ja auch den Berg schräg hochlaufen, da läuft er auch schnell. Und dann musst du links, rechts, das ist aber irgendwie scheiße, finde ich. Ah ja, bei mir tut er jetzt auch ein bisschen tippeln, aber schnell. Ja, also ist nicht so langsam, wie man das sonst kennt. Gut, das war jetzt auch kein richtiger Berg. Das war nur eine kleine Erhebung. Achso, nur so ein kleiner Gipfel, meinst du? Ja, ja. Ein ganz bisschen geht's nur hoch, also nicht richtig bergauf. Aber ich denke mal, bei einer Neigung von 80% oder so, oder sagen wir mal 60%, da läuft er bestimmt langsam. So, ja. 4-4 noch. 1-6. Ja, es ist ja bald geschafft. Ich hoffe mal nicht, dass du gleich wieder stirbst. Also, ich versuche es zu vermeiden, ja. Also versuche von Weitem zu schauen, ob du irgendwo welche rumrennen siehst. Ja, das auf jeden Fall. Das werde ich natürlich als erstes machen, bevor ich da überhaupt in die Nähe laufe. Ich muss natürlich auch vorsichtig sein. Schlimm wäre jetzt, stell dir mal vor, die Bots haben mich ja jetzt erschossen, die zwei da von rechts. Ich denke mal, dass es zwei waren, weil ich habe zwei schießen hören. Vielleicht war es auch nur einer. Und stell dir mal vor, der ist jetzt bei meiner Leiche und bleibt da stehen. Und dann muss ich mit einer Pistole erschießen, ne? Also hebe ich mir die ganzen Schuss jetzt von der Pistole für einen, eventuell einen auf. Oh, hat mich der Zombie jetzt gesehen, der da gerade? Nein, immer so laut, ey. Hör noch keinen Schreien, ey. Das Schöne, dass ich das mit Open Broadcast aufnehme, ich sehe ja genau, ob das zu laut ist oder nicht. Dann kann man immer noch regulieren, aber ja. Auf meinen Ohren ist es übelst laut, wenn er schreit. Aber beim Aufnehmen ist das so ein Normalbereich eigentlich. Ja, da dachte ich, jetzt kann ich euch in dem Part hauptsächlich, ja, wie ich alle wegsnacke da, ne, ein, hab ich ja jetzt. Das hab ich jetzt auch gedacht, weißt du? Genau, hab ich ja zum Anfang lief's ja ganz gut, ne? Vielleicht hätte ich einfach nur hinterm Baum stehen bleiben sollen. Und nicht versuchen wieder nach hinten zu rennen, aber indem ich nach hinten renne, ging er wieder bergab, ne? Und durch den Berg können sie ja nicht durchschießen, dachte ich mir. Ja, ich wusste aber nicht, dass jetzt die da mich doch... Ja, ich weiß, Teddy, du hast oft genug geschrieben, dass die einen komplett versuchen zu umrunden. Aber ich wusste jetzt nicht, dass die so weit von ihrem Ziel da sich entfernen. Ne? Das war ja schon fast 800 Meter entfernt. Er könnte ja mal in die Kommentare schreiben, ob die einen bestimmten Radius nur haben oder ob das egal ist, wie weit sie laufen. Solange sie immer wieder dann neu, da schießt wieder einer, also die gehen jetzt da, wo man geschossen hat, versuchen sie einen zu umrunden und oder suchen das ganze Gebiet da ab und du bist dann schon wieder 200 Meter weiter oder 300 Meter, schießt dann wieder einen ab, dann kommen die da wieder hin nach einer Weile. Weil so. Dann könnte man ja so von unserer Seite aus einen Schuss abgeben. Die registrieren das dann, ja, die dann rauslocken. Ja, das stimmt. Die von ihrer eigenen Mission weglocken und dann die dann irgendwie dann einzeln absnacken. Könnte man ja so gesehen auch für uns als eigenen Vorteil nutzen. Ja, ja, das war schon richtig, dass ich mich ja dann auch umgedreht habe und ich wusste irgendwie, ja, die kommen bestimmt. Ich habe das schon so oft erlebt, dass auf einmal 5 Meter vor mir einer vorbeigelaufen ist, ne? Und ich das gar nicht erst mitgekriegt habe, erst wo er so nah war. Ja. Das würde ich ja richtig cool finden, wenn man ein Gibi hat und irgendwo im Gras liegt, dass sie sich auch nicht sehen. Ja. Manchmal ist das ja so, dann schießen sie trotzdem auf dich, weil sie dich ja trotzdem sehen, aber... Oh. Ja, kommt immer darauf an, wie eingestellt die sind, ne? Wenn die extrem eingestellt sind, wo ich mal davon ausgehe, dass die jetzt hier, weil das ja eben rot auch gekennzeichnet ist da, dass die extrem eingestellt, also nicht extrem, aber schwer, sagen wir mal, ne? Also so wie eine rote Mission, denke ich mal, so sind die eingestellt. Genau. So, das hab ich mir gerade noch eine Aber das sind ja immerhin, sind ja da schon 11 weniger.
Ja, wollen wir hoffen, dass der Elf weniger sind und die nicht einfach wieder gesagt haben, oh, wir müssen Verstärkung rufen. Ja gut, dann müsste ja, das sieht man ja dann, wenn ein Heli kommt und dann Fallschirme runterkommen. Aber sowas machen die meistens, wenn alle tot, da gibt's ja Missionen, wenn du alle erschossen hast, ist mir schon mal passiert, bin ich zu der Mission hingerannt, wollte an die Kiste und auf einmal kam ein Heli und wirft neue ab, weißt du? Und ich mir dann das Nötigste geschnappt, aber dann gib Kante. Ja, aber Kante geben, bin ich voll weggerannt. Und dann bin ich gerade so auf dem Berg oben rauf und da haben die mir noch hinterher geschossen, die neuen, ne? Ja. Weil die wahrscheinlich aus der Luft gesehen haben, wie ich da geplündert habe. Alter, wie weit war ich du noch? 3000. Ja, okay. Ich habe jetzt bis zu meinem Zielpunkt noch 400 und da muss ich wahrscheinlich noch so 700 Meter laufen. Also 1000 muss ich noch mindestens gehen. Ach ja, 700 noch was muss man ja noch abziehen von meinem hier. Das heißt, ja, ein bisschen noch, ne? Okay, ich sehe jetzt auf jeden Fall die eine Straße. Heiliger Vater. Und wie gesagt, hier das Laufen, das mag ja vielleicht hier so, es kann ja aber trotzdem nicht immer was passieren. Das Laufen selber hier so anzusehen, ist vielleicht jetzt langweilig, das kann schon sein. Aber wir reden ja dabei. Ne? Muss es so von Situation und zu Situation nehmen, genau. Kann man so sagen, wie es gerade ist eben. Ich versuche jetzt schon immer rechts und links zu gucken, nicht, dass Teddy mir wieder sagt, du bist an so und so viele Autos vorbeigerannt. Ey, ich kann dir versichern, ich habe keins gesehen. Ich sehe hier einen Hasen. Den, ja, der, hoppelt gerade weg. Der ist sogar schneller wie ich. Dings und setzt dich drauf, der bringt dich weit genug vor. Hier ist eine übelst freie Fläche. Hab schon bald das Gefühl, dass hier in der Nähe das Map-Ende ist, sozusagen. 2,8 habe ich noch. So, dann wollen wir uns jetzt mal das markieren, wo ich ungefähr gestorben bin. Müsste jetzt erstmal an diese Stelle laufen. Ja, bei dir ist wichtig, dass du auf jeden Fall deine Leiche. Aber die liegt ja, wenn ich das jetzt so sehe, die Bots waren alle von unserem LKW aus, hinterm LKW quasi auf die Wiese links weiter vom LKW. Ne? Wenn du jetzt quasi. Weit genug weg sein, also genau. Und du warst ja. Neben der Tanne liegt, du warst ja rechts. Du warst ja vor dem LKW viel weiter und rechts. Ja, genau, ich bin rechts gelaufen, du bist ja links. Du hast dich so gesehen eigentlich da komplett weggelaufen. Ja. Also du müsstest eigentlich problemlos zu deiner Leiche kommen. Und ich hoffe mal, bevor ich da bin, dass ich dann auch, dass bei mir die auch nicht mehr, also auch keiner mehr ist. Wenn sich Sag da einer. Mal, ich hoffe es. Wenn sich da einer auffällt, ja, ich habe hier nur die Pistole, dann muss ich gucken, dass die 911er hier, ich meine, die ist eigentlich eine sehr gute Pistole. Die macht auch relativ gut Schaden. Normalerweise wohl, ja. Da müsste ich sehen, dass ich damit ein paar Kopfschüsse, da müsste auch tot sein, denke ich mal. Ach ja, das Einzige. Hier unten steht zum Beispiel gerade drin, dass man mal sagen kann, wir sollen nicht bauen in so Gegenden, wo viel Loot liegt. Naja, das ist ja normal. Und wir sollen natürlich vorher Bescheid sagen. Genau, das einzige Mäkel, was der Server hat hier, ist natürlich, dass man den Admins Bescheid sagen sollen, wenn wir anfangen wollen, also zu bauen, wenn wir bauen wollen. Ne? Und ist natürlich blöd, wenn jetzt hier kein Admin drauf spielt gerade, dann müsste man jetzt im TS oder so, ne, oder vielleicht auf ihre Online-Seite gehen und da Bescheid sagen. Müssen wir sehen, wie wir das da machen. Ansonsten wir ist natürlich... Wir müssen ja sowieso erstmal 1 Million Coins haben, um überhaupt einen Blood Pool kaufen zu können. Eine Blood Pool kostet 1 Million, das heißt, das sind, wenn ein Koffer Gold 100.000 ist, ja, 10 Koffer. Ne? Ist schon ziemlich teuer, aber dafür ist alles andere sehr preisgünstig. Und lohnenswert. Ja. Das geht dann schon. Ich meine, das mit der Million, das haben die wahrscheinlich gemacht, damit man nicht so schnell baut. Und aber Tresore kann man ja trotzdem aufstellen. Haben wir unseren übrigens auch noch nie aufgestellt, ne? Alter, was ist das für ein Visier bei dem Ding? Nee, den habe ich in Laster drin. Den müssten wir dann mal aufstellen, wenn wir dann die Aufnahme nicht anhaben. Weil die kann man ja immer aufstellen. So, jetzt ist der Part auch schon fast eine halbe Stunde lang.
Da habe ich jetzt mit Absicht extra so lang gelassen, weil ich ja laufe, wisst ihr? Und jetzt habe ich noch 1900 Meter vor mir. Ich kann ja dann schon mal offline noch ein bisschen ein Stückchen vorrennen, aber ich schalte euch dann schon rechtzeitig wieder mit ein. Also sage ich mal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Desi Epoch Generous, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.